Im Raum Gänserndorf in Niederösterreich wütet ein gefährlicher Waldbrand. Zahlreiche Häuser mussten am Montagnachmittag bereits evakuiert werden. Die Flammen bereiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Leudl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf Süd aus. Gesprochen wurde von einer Vorsichtsmaßnahme. 28 Feuerwehren standen an Ort und Stelle im Einsatz. Zunächst hatte sich am Montagnachmittag ein Flurbrand gebildet. Dieser weitete sich in der Folge zu einem Waldbrand aus. Betroffen war laut Leudl eine Fläche von rund 75 Hektar. Probleme bereiteten den Helfern der herrschende Wind. Dieser fachte das Feuer immer wieder an.